So, ich bin jetzt etwas weiter nördlich von Palm Springs in der Nähe von Whitewater. Und hier stehen nochmal richtig coole Anlagen auf Gittermast. Und zwar sind das Zond-Anlagen. Zond ist auch ein amerikanischer Hersteller, gibt es in Deutschland nicht. Und die Anlagen sind vom Typ Zond Z50 750 kW. Stehen hier richtig viele. Die meisten leider nicht am Laufen, stehen in alle verschiedenen Richtungen, kreuz und quer. Nur noch 4 Stück von den ganzen Anlagen, die hier stehen, laufen. Kaum zu glauben, aber der Wind hat nochmal aufgefrischt, es ist nochmal stürmischer als vorhin. Kaum zu glauben, dass es überhaupt geht. Da sind noch zwei, die laufen. Ja, auf Google habe ich gesehen, dass in Palm Springs auch jede Menge von denen standen, auch auf Gittermast. Die stehen jetzt allerdings nicht mehr. Also ein Großteil der Anlagen wurde schon abgerissen. Habe auch vereinzelt Maschinenhäuser und Rotorblätter gesehen. Ja, hier sieht man auch ganz gut warum. Großteil der Anlagen ist schon havariert. Rotorblätter komplett abgerissen oder abgebrochen. Die Anlage da hat nur noch einen intakten Flügel. Bei der ist auch was abgerissen. Ja, und die liegen wahrscheinlich jetzt auf dem Boden und ja, bleiben da. Niemand räumt sie weg. Echt krass. Könnte mir gut vorstellen, dass hier auch ein Repowering geplant ist. Dass sie wegkommen, dafür größere Anlagen hin. Da hinten sieht man jetzt die ganzen Vestas-Anlagen, die V117, wo ich vorhin war. Da standen auch ältere Anlagen, die man repowered hat. Und ich schätze mal, dass den Anlagen hier das gleiche Schicksal droht. Bringt ja nichts, wenn 4 von, keine Ahnung, vielleicht 50 Anlagen sich drehen, kann man es auch abreißen und neu bauen. Schade, hätte gerne echt noch ein paar mehr laufen sehen, aber kann man nichts machen. Wieder toll aus mit dem Berg im Hintergrund, Mount San Jacinto. Richtig toll. Hier ist direkt die Bahnstrecke. Da hinten auch nochmal ein ganzer Schwung mit kleinen Anlagen. Gleichen wie vorhin, Vestas oder Gamesa. Also hier war auch ein Servicefahrzeug unterwegs. Kann gut sein, dass sie da mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall ein Repowering geplant ist. Schon coole Dinger. Gibt's gar nicht in Deutschland. Ja, und von hier aus sieht man auch nochmal cool den neuen Windpark, den sie bauen, den ich vorhin gezeigt hatte, da oben auf dem Berg. Bei einer Anlage ist die Gondel oben, habe ich gesehen. Das sieht man jetzt von hier leider nicht. Aber da stehen auf jeden Fall überall die Turmstümpfe. Da sind schon Blätter da. Und es werden auf jeden Fall auch Vestas-Anlagen. Sehr wahrscheinlich dann 417, 426, wie die anderen auch. Kann man sich nicht vorstellen, wie schwer das ist, die Kamera bei diesem Wind hier gerade zu halten.
Tut mir leid, wenn es ein bisschen wackelt. Ich gebe mir echt Mühe. Aber der Wind fegt mich hier echt um. Muss ich euch gleich mal zeigen. Ich habe ein paar Maschinenhäuser noch entdeckt von den Zondanlagen. Aber ich denke mal, dass sollte ich jemals wieder hierher zurückkommen nochmal, dass die vielleicht schon weg sind und repowered wurden. So, ich stehe jetzt hier nochmal kurz bei den G-Anlagen, den 1.5ern. Und hier scheint auch eine Lagerfläche zu sein für alte Anlagenkomponenten, die demontiert wurden und ja, dann verschrottet werden oder vielleicht deren Einzelteile wiederverwendet werden. Und hier liegen jetzt nämlich auch Rotorblätter von Zondanlagen und Maschinenhäuser. Da hinten sieht man die Maschinenhäuser, da steht sogar noch Zond drauf. Da sieht man es, da steht Zond. Und da hinten liegen auch noch Rotorblätter. Und Getriebe müsste das noch sein da hinten. Sieht so aus. Oder Triebstrang, irgend sowas. Mal ein krasser Blick hier in die Ebene. Stehen auch noch mal super viele G-Anlagen. Ah, und da hinten sind die Zweiflügler. Sieht man sie noch mal aus der Ferne. Und hier auf der anderen Seite stehen auch noch mal G, die auch echt sehr laut sind. Und dran ist noch ein Umspannwerk. Und da hinten, das sind dann alles Mitsubishi-Anlagen. Ja, und die werde ich mir jetzt zum Abschluss anschauen, bevor ich mich zurückmache zum Campingplatz. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten, weil man von hier einfach den gigantischsten Blick in die Ebene hat mit den ganzen Anlagen. Also ich komme echt nicht mehr aus dem Staunen raus. Es ist so eindrucksvoll, das ist einfach nur der Wahnsinn. Hier in erster Reihe nochmal die Vestas Gamesa-Anlagen. Hintergrund dann sieht man dann die Zweiflügler, die Netwind und auch noch mal größere Vestas und die ganzen Mikon-Anlagen. Das ist einfach der Hammer. Da sind einige G. Ganz im Hintergrund sieht man den Windpark, wo ich gestern war. Den Namen jetzt schon wieder vergessen. Irgendwas mit Hills. Mit den Clipperwindanlagen. Eden Hills, so heißt er. So krass. Da sind die ganzen Mitsubishi-Anlagen. Zu denen will ich auf jeden Fall auch noch mir die aus der Nähe anschauen. Die habe ich nämlich im Erzemann Pass nicht so gut zu Gesicht bekommen. Ja, und jetzt gegen Abend hat man einfach das schönste Licht. Da auch nochmal eine ganze Menge Vestas. Und da drüben sind die V117.
Die sehen echt schon gewaltig groß aus auf der kleinen Nabenhöhe, wenn man von weitem kommt. Schon krass. Da hinten die ganzen kleinen Mikon nochmal. Also hier könnte ich echt Tage verbringen und filmen, bis man mal alles gesehen hat, aber ich habe halt leider nur begrenzt Zeit. Aber ich habe doch dennoch einiges zu Gesicht bekommen. So, ich habe es endlich zu den Mitsubishi-Anlagen geschafft. Das wird dann wahrscheinlich auch mein letzter Stopp für heute, bevor ich mich zurück zum Campingplatz mache. Stehen hier auch wieder alle schön in einer Reihe, mehrere Reihen hintereinander. 9 Stück hier in der Reihe. Ja, und das sind die gleichen Anlagen wie auf dem Altamont Pass. Da kam man allerdings nicht so gut ran, weil sie halt oben auf dem Pass standen und hier in der Ebene kommt man natürlich sehr schön ran. Ja, die korrekte Bezeichnung ist Mitsubishi MWT 1000, also 1 Megawatt Anlagen. Ja, Nabenhöhe schätze ich auch so 60 Meter vielleicht. Japanischer Hersteller, gibt es gar nicht in Deutschland, aber optisch ja, sehr ansprechend. Die Anlage hier steht, da ist auch ein Kran vor Ort. Hier unten liegt der Kran, gestern stand er glaube ich noch, als ich ankam. Der wird wohl irgendwie Getriebe tauschen. Oder irgendwas. Das Einzige, was ich witzig finde, ist die Narbe. Die ist nicht komplett rund, sondern hat irgendwie so eine Ausstellung. Keine Ahnung, was sie darin versteckt haben. Aber die Anlagen sehen an sich noch sehr, sehr neu aus. Also im Vergleich zu vielen Anlagen hier noch nicht dreckig, noch keine Schmiere. Sehr, sehr sauber, gut gepflegt. Da sage ich nochmal ein richtig tolles Bild. Also die beste Zeit, um Bilder zu machen, ist halt echt während, wenn die Abendsonne untergeht. Auch die Anlagen hinten dran, das sind auch alles nochmal Mitsubishi-Anlagen. Scheint wohl auch irgendwann mal ein Repowering-Projekt gewesen zu sein. Natürlich auch nochmal ein geiler Blick hier in die Ebene mit den ganzen Anlagen. Kann ich mich echt nicht satt dran sehen. Diese Masse an Anlagen und die unterschiedlichen Typen. Halt alles schön in einer Reihe. Da hinten sind dann die Vestas V117. Und da hinten auch nochmal ein toller Blick auf den Berg, wo ich heute Morgen war, mit den ganz kleinen Anlagen, mit den Bonusanlagen. Und den anderen G. Vestas V44. Und da hinten sind die V112, die neueren. Ja, das war dann wohl das letzte Video hier aus dem aus Palm Springs, aus der Mojave-Wüste. Aber keine Sorge, ich bin die nächsten Tage auch nochmal in einem anderen Park unterwegs, einem weiteren Hotspot, dem Tehachapi Pass, etwas weiter nördlich von hier. Ja, ich hoffe, die Videos hier aus Palm Springs haben euch gefallen, werden wohl mehrere Teile. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich
den Videos vom Tehachapi Pass. Bis dahin, macht's gut und bis dann.